Wie ich im Voraus schon berichtet habe, habe ich mir natürlich auch etwas auf dem Festival gekauft. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da es ja mein letzter Shopping-Ausflug war. Also, als allererstes fange ich mal mit diesen Sachen an, denn ich habe mir erstmal einen kleinen Vorrat Räucherstäbchen gekauft. Und zwar sind das meine absoluten Lieblingsräucherstäbchen. Ups. Ambrosia, kann man es sehen? So, ja. Die hat der Martin mal mitgebracht zum Herzberg und ja, seitdem bin ich drin verliebt. Davon habe ich mir 3 Stück geholt und dann noch so 3 andere Sorten. Und zwar diese. Ja, die riechen auch sehr gut. Die hat Kevin ausgesucht, also. Der beschwert sich immer, der mag das nicht, wenn ich Räucherstäbchen anmache. Er sagt, das stinkt immer. Und da durfte er sich Düfte aussuchen. Ja, die habe ich mir geholt. Sind ja auch Dinge, die man verbrauchen kann, die also nicht ewig bleiben. Und von daher ist das ja auch okay gewesen. Dann habe ich, ich sehe gerade, das müsste doch mehr oder weniger das gleiche sein. Meine Freundin hat sich ein Tuch gewünscht. Ich sollte ihr eins mitbringen und zwar genau dieses. Ich glaube, ganz genau gleich ist es nicht. Aber ähnlich, ja. Das Blau fehlt, aber sonst ist es auch so eins. Seht ihr? Ich breite es jetzt nicht ganz aus, also es ist das gleiche Tuch wie dieses. Und das gab es in so einem schönen Säckchen. Das kriegen sie heute von mir. Dann habe ich noch etwas gekauft. Das kann ich hier nicht zeigen, weil das kommt in das... also es ist nur eine Klitzekleinigkeit, aber das kommt mit in das Paket aus meiner Verlosung. Weil da so Dinge reinkommen, die alle irgendwie was mit mir zu tun haben. So, das kann ich euch nicht zeigen. Des Weiteren habe ich mir auch ein Tuch noch gekauft. Ich wollte noch ein anderes haben, was ich über den Fernseher tagsüber drüber hänge, damit ich nicht immer die Glotze vor der Nase habe. Passt jetzt nicht, es ist noch ein bisschen zu groß. Es ist ein Lebensbaum. Ups, ich weiß nicht, so rum. Ist es so rum? Ja, ne? So in Türkistönen. Und ich habe mir überlegt, weil ich ja noch eins unter der Decke haben wollte. Ich hatte das im alten Zimmer nebenan, hatte ich auch eins unter der Decke. Das ist das, was jetzt über dem Fernseher hängt. Das war ein bisschen kleiner, das ist ein bisschen größer. Das müsste halt genau von den Maßen übers Bett passen. Und deswegen habe ich mir gedacht, kommt das da drüber. So, dann habe ich mir eine Tischdecke gekauft für mein Esszimmertisch, das ist diese. Das finde ich zauberhaft. Mit ganz vielen Spiegeln dran und so. Ne? Die kommt auf den Tisch. Ins Wohnzimmer. Dann, ich sage jetzt nicht, was die Sachen alle gekostet haben, weil ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Dann habe ich mir eine Leggings geholt. Und zwar diese. Ja. Leggings mag ich ja auch total gerne, genauso wie Aladdin-Hosen. Eine Aladdin-Hose habe ich mir geholt. Und zwar diese hier. Die ist aus einem etwas dickeren Stoff. Na, das wird dann, glaube ich zumindest, dann hier oben so umgekrempelt. Die ist aus einem etwas dickeren, festeren Stoff als diese ganz dünnen. Von den dünnen habe ich genug und da kommt man auch immer eher dran. Diese dickeren sind dann auch was für den Übergang. Die habe ich gewaschen. Die Sachen färben übrigens alle etwas aus. Also die Leggings hat extrem ausgefärbt, die habe ich im Waschbecken gehabt. Die Hose hatte ich über Nacht in der Wanne, die hat auch ein bisschen ausgefärbt. Also bei solchen Sachen müsst ihr dann immer echt vorsichtig sein. Die muss ich gleich nochmal aufhängen. Dann habe ich noch eine Aladdin-Hose, die habe ich mir aber nicht gekauft. Und zwar hat mir die meine Freundin dort mitgebracht. Die hat mir die nämlich geschenkt. Ja, ist die nicht toll? Sie hat die in Spanien gekauft. Die war nämlich auch zum selben Zeitpunkt in Spanien, ups, wie wir. Und
Ja, da hat sie gedacht, weil sie läuft eigentlich nicht so rum und wollte sich die fürs Herzberg-Festival kaufen, weil sie mal mit wollte. Und dann hat sie sich aber überlegt, eigentlich trägt sie die eh nicht, zumindest nicht zu Hause. Und dann hat sie mir die geschenkt und ich habe mich gefreut. Ja. Und ja, zu guter Letzt, das ist, glaube ich, dieses Teil, habe ich mir eine Samtjacke gekauft. Ja, und zwar diese. Die hangen auf einem Ständer, wo die Sachen halt ein bisschen günstiger waren. Und zwar hat diese Jacke 20 € nur gekostet. Im Nachhinein habe ich gedacht, Yvonne, jetzt hast du dir wieder einen Teil gekauft, was du schön findest, aber ob du es dann die ganze Zeit trägst, ist wieder was anderes. Mal sehen, also diese Jacke kann man ja auch so wie eine Strickjacke tragen und deswegen kann es schon sein, dass ich die öfter trage. Ich glaube, weil das war an einem Stand, wo viele auch selbstgemachte Sachen waren, dass die, also ich weiß nicht, also die Jacke an sich ist bestimmt nicht von ihr, nee, selbst genäht, steht auch hier, ist auch Nepal, aber ich glaube, diese Ränder, die hier dran sind, dass sie die vielleicht, warte mal, kann ich euch das am besten zeigen, so, dass sie die da dran gemacht hat. Glaube ich, weil das irgendwie so zu dem Style passt. Oder hier unten an der Jacke, ne? Das ist so Filz. Weil ihre Dinge irgendwie so auch, die sie so genäht hat, in diesem Stil halt waren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine gebrauchte Sache, eine gebrauchte Jacke war. Weil das ist da, also sieht man da auch immer wieder, dass da auch so Secondhand-Sachen sind oder halt auch Sachen, die runtergesetzt sind einfach. Ja, und die hat mit einer Zipfelmütze hier, ne? Hat die nur 20 € gekostet. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn du dir jetzt nochmal weggehst und dir das überlegst, wenn du wiederkommst, dann ist die Jacke weg. Also nimm sie mit für das Geld. Also, ne? Wir wissen ja alle, dass diese Dinge immer etwas teurer sind. Ja, und ich glaube, das ist es schon gewesen. Also ich bin immer wieder auch, also es gibt ja unendlich viel. Ach nee, stimmt gar nicht. Eine Sache habe ich noch. Und zwar so Gebinse. Das wollte ich noch in Nenas Zimmer hängen, an ein Fenster, weil das ganz leer ist. Also ich bin immer wieder, wie gesagt, es gibt da ganz viele Schmuck ohne Ende und ich stehe ja wirklich total auf Schmuck, habe aber auch wirklich einiges an Schmuck aussortiert und ich habe auch total viele schöne Dinge gesehen, die mir echt super gut gefallen haben, also was den Schmuck jetzt angeht. Und habe aber auch gemerkt, also dass ich mit den Gedanken dann, also dass ich schon so gedacht habe, Yvonne, das sind jetzt, du findest das jetzt wieder toll, aber im Grunde genommen trägst du doch immer nur das Gleiche. Also ist es rausgeschmissenes Geld. Du sortierst es dann irgendwann wieder aus und lass es. Genauso ging es mir bei vielen anderen Sachen. Also ich finde, also ich sag mal, für manche mag das jetzt viel sein, was ich gekauft habe. Ich habe halt sonst auf dem Festival früher mal, ich sag mal, also letztes Jahr war es schon auch wesentlich weniger. Aber davor das Jahr noch habe ich echt viel gekauft, weil ich ja extra dafür das Geld gespart habe, immer fürs Herzberg-Festival und da zugeschlagen habe. Das habe ich jetzt nicht mehr so gemacht. Ich werde auch immer, ja, wie soll ich das sagen? Also wählerischer mit den Dingen, die ich mir aussuche, erstmal wegen der Optik. Und also weil sie mir schon irgendwie gefallen, aber irgendwie auch halt doch nicht so meins sind. Also mir gefällt nicht alles da. Oder gefallen schon, aber ich würde nicht alles da davon tragen. Und zum Beispiel habe ich halt früher dann, wenn ich mir jetzt so eine Leggings gekauft habe, da hätte ich mir dann auch zwei, drei gekauft. Jetzt habe ich mir halt nur eine davon gekauft, weil ich weiß, ja, das reicht locker. Ich kann die eh nicht alle an. Oder könnte man schon, aber ich tue es dann nicht. Und ich denke da schon jetzt anders drüber nach, bevor ich mir was kaufe. Das ist mir wieder sehr bewusst geworden und deswegen habe ich auch Geld wieder mit nach Hause gebracht, was meinen Mann sehr gefreut hat. Ja, und ja, das war's. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, ciao.